Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von SFS. Und vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, aber ich habe etwas Besonderes für euch heute. Nämlich möchte ich euch ein Planetenpaket mit Wasser zeigen. Ich arbeite noch dran, ja, das ist noch nicht fertig. Daher möchte ich einfach erstmal die Version zeigen, die ich bisher gemacht habe, nämlich V1 bis V5. V1 war die älteste Version. V5 arbeite ich momentan noch dran und ich möchte euch die einfach mal zeigen. V1 und V2, die beiden gelten quasi als Alpha, als die allerersten Versionen, die das überhaupt machen können. Und V3 bis V5 sind Beta-Versionen. Die V1 und die V2 habe ich tatsächlich vor einem halben Jahr schon gemacht. Dann wurde aber gesagt, hey Leute, es kommt Wasser raus. Und wir haben uns alle sehr gefreut darüber. Wir waren sehr aufgeregt. Die 1.6, endlich Wasser. Und dann ist irgendwie alles sehr still geworden. Laut Steph, dem Hauptdeveloper, ist er gerade dabei, eine große Firma aufzubauen, quasi mehr Developer ins Boot zu holen, die dann an der App arbeiten. Beziehungsweise auch von der Steam-Version an dem Programm. Und ja, da habe ich ursprünglich die beiden Versionen gemacht, habe es dann aufgehört, weil im Grunde wäre es ja verschwendete Zeit, wenn ich das dann weitermachen würde. Und jetzt nach dieser langen, stillen Zeit habe ich wieder angefangen, das einfach wieder zu machen. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal die einzelnen Versionen durch und ich erkläre ein bisschen was. Ja, das ist direkt die erste Sache, die ich gleich erklären werde. Zunächst mal, wir haben hier einen kleinen Rover. Zwei Triebwerke, zwei Räder, Fallschirm und Hitzeschild, eigentlich nur, damit das Spiel nicht rummeckert. Zwei Landebeine, falls, wenn wir kopfüber hinfallen, dann können wir uns wieder umdrehen. Und damit können wir dann die Welten erkunden. Nicht erschrecken, es gibt keine Atmosphäre, weder physisch noch visuell. Ja? Und die Atmosphäre, die ihr hier unten seht, dieser blaue Balken, der sich einmal um die Erde zieht, das ist Wasser. Ja. Das ist die Atmosphäre, die extrem niedrig gesetzt wurde. Ja, ich habe die Höhe verändert, sodass sie nur wenige hundert Meter hoch ist. Und ich habe die Dichte, die Atmosphärendichte extrem erhöht. Und ich habe hier eben das Weltraumzentrum so weit nach oben gesetzt, damit man eben runterspringen kann in das Wasser, damit man das austesten kann. Und da sind wir gerade gesprungen. Juhu, das war so eine der Glitches, die es dort gab. Und wenn man sehr schnell gefallen ist, dann kann man auch ganz gerne mal sehr, sehr weit hochspringen. Höher als sonst. Höher als von wo ihr gerade eben halt kamt. Deshalb habe ich damit schnell aufgehört. Und ich werde hier ein bisschen mal verlangsamen, damit wir nicht mit ganz so hoher Geschwindigkeit auf dem Boden aufkommen. Da haben wir es, Eintritt in die obere Atmosphäre von der Erde. Ist natürlich Wasser, ist keine Atmosphäre. Problematisch wird es dann, wenn wir langsamer als 1 Meter pro Sekunde werden. Ihr habt das gesehen, der Pfeil hat herumgespackt, ist überall herumgeflogen. Und wenn wir langsamer als 1 Meter pro Sekunde werden, dann schmeißt uns das Spiel gerne mal einfach aus dem Sonnensystem raus. Ich hatte schon größere Zahlen hier gesehen und höhere Geschwindigkeiten. Auf jeden Fall sind wir tot, könnte man sagen. Ich kann nicht mehr wirklich rauszoomen. Gibt es nichts mehr. Jedenfalls, das war die V1. Da gibt es auch nicht viel weiter zu sagen. Ist halt sehr, sehr einfach gehalten. Ja, das war der allererste Prototyp. Die V2 ist da schon einiges weiter. Diesmal ist auch das Weltraumzentrum auf dem Boden, nicht in der Luft. Das ist ein Vorteil, muss man sagen. Das hat schon was. Und dann, wenn wir mal ein bisschen rauszoomen. Ich kann nicht rauszoomen. Es laggt ein bisschen, okay. Da seht ihr, haben wir wieder einen blauen Balken, aber wir haben eine Atmosphäre, aber nur visuell. Ja, das ist keine physische Atmosphäre. Die Atmosphäre ist immer noch das Wasser und immer noch auf derselben Höhe. Aber jetzt habe ich einen zweiten Planeten genommen, der blau ist. Und ich habe den hier in die Mitte der Erde gesetzt. Ja? Das heißt, er hat ein bisschen größeren Radius als die Erde.
so 315.200 Meter oder so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr genau. Und ich habe den blau gemacht und dann sieht das eben so aus. Ja? Und dann habe ich die Atmosphäre genommen, der Erde, und habe die etwa genauso hoch gemacht wie der blaue Balken dort. Und wenn wir jetzt mal dort reinfliegen, dann ja, werden wir auch verlangsamt. Aber wir haben halt eben eine bessere Darstellung davon. Und da sind wir im Wasser angekommen. Hier gibt es dasselbe Problem. Ja, davon habe ich nicht viel verstanden am Anfang. Diesmal sind wir tatsächlich nicht direkt gestorben, sondern wurden einfach nur in Stücke zerfetzt hier. Ja. Warte mal, wir können 30 Sekunden zurückgehen. Ah, das ist schön. Ihr habt vielleicht auch gesehen, wenn ich hier lande, dann gibt es dort so Lücken um die Räder und in den strukturellen Teilen. Das ist natürlich doof. Oh, ist natürlich doof. Das habe ich dann in späteren Versionen geändert. Aber wie gesagt, das war die zweite Alpha, das war die zweite Version. Und dafür, dass sie das schon ziemlich gut umsetzen konnte, da kann man schon stolz drauf sein. So, dann gehen wir zum Hauptmenü und zur V3 der ersten Beta-Version, die jetzt 1,5 Wochen etwa alt ist. Ja, ungefähr 1,5 Wochen. Da haben wir auch wieder denselben Rover. Jetzt habe ich tatsächlich ein bisschen was anderes. Das ist natürlich auch 1,5 Jahr älter. Und zwar, wir haben einen Luftwiderstand. Wir haben eine funktionierende Atmosphäre hier. Und wir haben eine Atmosphäre im Wasser. Also im Grunde habe ich den zweiten Planeten genommen. Ich habe dem eine Atmosphäre gegeben. Und dann habe ich mit, hier, wie war das? Mit SOI, Sphere of Influence, herumgespielt. Und zwar habe ich das so verändert, dass es sehr, sehr dicht über dem Boden erst beginnt. Ich gehe mal hier ran. Ihr seht da Begegnung, als wäre das ein zweiter Planet. Und an sich ist es auch ein zweiter Planet. Ich würde ganz gerne mal da drinnen jetzt landen. Seht, da ist eine Atmosphäre. Er hat auch eine Oberfläche. Heißt, wir können auch im Wasser landen. In späteren Versionen habe ich das zu so einem gelben Sand, so einem Sandgelb gefärbt, genau. Und dann sieht das halt eben mehr aus wie ein Meeresboden. Hier habe ich das dann auch gefixt. Ihr seht, ich fliege nicht mehr durch die Gegend. Und ich habe ein bisschen visuell was hinzugefügt. Ihr seht, jetzt ist es normal, wenn man ranzoomt, wird das so bläulich. Und wir sind auf der Oberfläche von Water gelandet. Ja, Wasser natürlich. Ich habe das fürs erste Englisch benannt. Macht an sich auch keinen großen Unterschied. Und wir können hier herumfahren auf dem Meeresboden. Es laggt natürlich immer wieder, wenn man unter 1 Meter pro Sekunde schnell ist. Aber ich möchte euch noch was zeigen. Dazu müssen wir hier nach links gehen. Und ihr seht auch, die Atmosphäre vom zweiten Planeten ist sehr dicht. Wir können nur sehr, sehr langsam hier hindurchfliegen. Hat alles seinen Sinn, ja. Und dann würde ich hier ganz gerne mal ganz nah an den Rand gehen. Ihr denkt euch natürlich, wir fahren jetzt hier wieder raus. Das Dumme ist, das geht hier nicht. Ja, wir fahren einfach durch den Boden durch. Ist so ein bisschen problematisch, weil wir sind, also Spiel denkt zumindest, dass wir nicht in der Nähe der Erde sind, sondern eben auf einem anderen Planeten, der Wasser heißt. Somit haben wir auch keine Kollision mit der Erde mehr, weil die Erde ist ja sehr, sehr, sehr weit weg. Und das ist natürlich hier gerade ein bisschen doof. Man kann auch nicht reinfahren. Man geht einfach nur in die Erde rein. Aber an sich haben wir hier dann die V3, die dritte Version, wo wir an sich schon auch ziemlich gute physikalische Funktionen haben. Wir haben sowohl Wasser als auch die Luft. Und da sind wir gerade aus der Atmosphäre, beziehungsweise aus dem Wasser rausgekommen, so rum. Ja, Einflussbereich vom Wasser erreicht. Und da können wir wieder heruntersinken. Gut, das war die V3. Dann kommen wir zur nächsten Version. Nämlich der V4. Logisch. Das ist die letzte quasi nicht experimentelle Version,
die wir hier haben. Die V5 hat noch eine Menge Bugs, woran ich noch arbeiten muss. Aber hier haben wir die V4. Natürlich wie immer mit demselben Rover. Und es gibt jetzt hier ein bisschen eine Änderung. Ich habe nämlich die Oberfläche geändert und ihr seht, das Meer ist sehr, sehr weit weg. Und wenn man noch weiter rauszoomt, dann denkt sich das Meer, nö, und es ist nicht mehr da. Das ist so eine Sache, die ich nicht beeinflussen kann. Ist halt natürlich doof, aber das Spiel ist nicht dazu gedacht, hier Wasser zu simulieren, nicht mit Atmosphären. Fliegen wir einfach mal zum Wasser. In der V5 habe ich das dann noch näher gerückt. Also da braucht ihr euch keine großen Sorgen machen. So, können wir landen? Wir können landen. Okay, gut. Ich würde euch nämlich gerne zeigen, was passiert, wenn man ins Wasser reinfährt. Das ist hier in der Version tatsächlich schon möglich. Oh, wir sind aber noch weit weg. Ich dachte, wir wären ein bisschen näher. Okay, dann fliegen wir mal noch ein bisschen weiter. So. Können auch ein bisschen die Zeit beschleunigen. Und, ah, wir sind tatsächlich schon im Wasser. Das sieht man nicht, aber na gut. Das ist auch so ein kleiner Fehler in der V4. Wir sind theoretisch gesehen im Wasser. Ja? Man sieht kein Wasser, man spürt quasi kein Wasser, aber wir sind im Wasser. Naja, okay, jetzt sieht man Wasser. Wenn man sehr stark reinzoomt, dann sieht man Wasser. Ich würde aber gerne nochmal rausfliegen. Ich würde nämlich gerne reinfahren, um euch zu zeigen, dass das auch wirklich geht. Also müssen wir wieder ein bisschen zurück. Wahrscheinlich irgendwie hier hin. Nein, auch noch nicht. Noch ein bisschen weiter nach links. Oh, da ist fast was kaputt gegangen. Ich habe keine unzerstörbaren Teile an, weil man es nicht braucht. Ich benötige nur unendlichen Treibstoff hier. Ich glaube, wir sind immer noch im Wasser. Ah, okay. Heißt, wir müssen noch weiter nach links. Ja, entkam aus dem Einflussbereich vom Wasser. Wir waren noch im Wasser auf jeden Fall. So, jetzt sollten wir aber nicht mehr im Wasser sein. Und dann fahren wir mal in Richtung Wasser. Und wir sind im Wasser. Ja, das wollte ich euch zeigen. Ist natürlich jetzt krass, könnte man sagen. Es hat echt eine Weile gedauert. Ich musste echt viel mit der Oberfläche hier herumspielen. Ihr seht, ich habe so eine Welle hier, die sich um die Erde herumzieht. Was im Grunde die Oberfläche ist. Wenn ich ein bisschen weiter rauszoome, seht ihr es auch. Es geht hoch und runter. Und wo es runter geht, da ist eben Wasser. Also an sich ganz interessant. So, fliegen wir mal in die Mitte vom Wasser. Da, wo man eigentlich normalerweise hin will. Aber wenn ihr ins Wasser fahren wollt, dann könnt ihr das eben auch machen. So, und jetzt sind wir etwa in der Mitte vom Wasser. Ihr seht auch hier ist der Sand deutlich höher aufgetürmt. Das hat ein bisschen was mit den Höhenkarten zu tun, die ich hinzugefügt habe. Und da haben wir sehr viel Sand in der Mitte und sehr wenig am Rand. Und dann können wir hier schön zu Boden segeln. Genau dieselben bläulichen Effekte. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Sand. Wir haben eine schöne Oberfläche, auf der wir herumfahren können. Und das war dann im Grunde die V4. Und jetzt kommen wir zur letzten Version, der V5. Ja, die bearbeite ich momentan noch. Es könnte sein, dass das Spiel gleich crasht und ich das Video von vorne aufnehmen muss. Ja, da kann ich nicht viel gegen tun. Ich bin noch dabei. Und da starten wir. Ich glaube, ja, ich muss das hier nochmal schnell zerstören. Ich habe das eben nochmal ausgetestet, deshalb war da noch ein weiterer Rover.
So, und jetzt können wir hier langfahren. Einfach den Hügel runter. Das Wasser ist hier deutlich näher an uns dran. Ihr seht, ich habe das quasi rüber gerückt. Und in der Mitte haben wir ein bisschen mehr interessantere Oberfläche. Und an sich werden wir gleich explodieren, also passt auf. 3, 2, 1 und bumm. Okay, ja, das ist ein Fehler. Das muss ich auf jeden Fall noch ändern. Also versuchen wir es einfach nochmal. So. Und dann fliegen wir einfach mal los. Wie gesagt, daran arbeite ich noch. Da gibt es noch viele Fehler, wie zum Beispiel hier, dass ich in der Oberfläche drin stecke. So, und up, da sind wir im Wasser. Und hier haben wir halt relativ flaches Wasser, deshalb hat das mich nicht so stark abgebremst. Wenn wir hier mal rüber gehen zur Mitte, dann werden wir dort auf jeden Fall sehr viel stärker abgebremst. So, und dann drehen wir mal nach links. Man sollte auch hier nicht mit allzu hoher Geschwindigkeit reinfliegen. Das kann ich euch auch gleich mal zeigen. Eigentlich bei allen Versionen. Dann passiert sowas. Ich habe leider keine Kontrolle darüber. Ich wünschte, ich hätte Kontrolle darüber, aber das wird es nicht geben. Ja? Wenn man einfach mit zu hoher Geschwindigkeit ins Wasser reinfliegt, dann wird die Rakete gelöscht. Man hat keinen Luftwiderstand mehr. Man interagiert nicht mit dem Wasser. Man fällt eigentlich nur noch. Ja. Ist ein bisschen doof. Ich kann leider nichts dran ändern, deshalb ist es halt so ein bisschen Pech gehabt. So, dann verlangsamen wir wieder. Man sollte hier so unter 30 Meter pro Sekunde sein, schnell sein. Und ich habe es nicht hingekriegt, weil ich aus Versehen auf Zeitbeschleunigung gedrückt habe. Sehr schön. Versuchen wir es einfach nochmal. Ich habe einfach gerade selber Probleme, durch meine eigene Kreation hier durchzufliegen, um es euch zu zeigen. So, verlangsamen wir, verlangsamen wir, verlangsamen wir, verlangsamen wir, verlangsamen, das ist doch sehr schön. Und tada, wir sind im Einflussbereich vom Wasser. Ihr habt eben gesehen, das ist extrem dunkel geworden, ich habe keine Ahnung warum. Ja, das tut mir leid, ich habe tausend Sachen verändert, aber das will irgendwie nicht. Jetzt können wir hier drin auch rumfliegen. Ist halt eben auch Wasser. Einfach Wasser. Ja. Viel mehr ist es auch nicht. Und dann wird das Wasser wieder dunkler. Ich habe auch das Wasser hier tiefer gemacht. Das habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Etwa 20 Meter ist es tiefer. Aber ich habe auch hier die Oberfläche, quasi den Sand, höher gemacht. Also ist etwa dieselbe Wassertiefe im Durchschnitt. Und da sinken wir auf dem Boden vom Meer. Super, okay. Das war es an sich schon. Das waren die fünf Versionen. Ihr könnt die mal alle gerne ausprobieren. Ich werde die unten in der Videobeschreibung verlinken als Planeten-Pack. Ihr müsst es dann einfach in den Custom Solar System, in den Ordner Custom Solar System reinpacken, eine neue Welt erstellen. Und dann schafft ihr das schon. Ansonsten war es das mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wenn ich es fertig habe, dann mache ich wahrscheinlich noch ein zweites Video drüber. Bis dahin und tschüss.